Okay, jetzt zur möglicherweise letzten Folge dieses Levels. So, runtergekommen ohne Beine zu brechen, das ist schön. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier hinten noch was zu tun gibt. Das hatten wir ja gerade auch gesagt. Nein, hier. Nein, da hier möchte ich nicht hin. Hier möchte ich auch nicht hin. Ich muss auf die andere Seite kommen, also da drüben. Ich habe irgendwie die ungute Befürchtung, dass hier noch irgendwas passiert. Und in den Keller müssen wir noch. Hier ist es so entspannt. Es dürfte dieser Abspackraum da oben sein. Tun wir mal so, als sei das so. So, weiter. Jetzt hier hoch. Stromaufwärts sozusagen. Okay. Diesmal am besten ohne dabei zu ersticken. Das wäre nämlich ganz praktisch für Super Garete. Sprich Garrett. Und. Ach nee, ich brauche hier noch gar nicht. Ich kann hier oben noch ein bisschen Luft holen. Und jetzt. Schwupp. Ah, du schaffst es, Garrett. Los, 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 los. Ich weiß nicht, ob seitwärts laufen irgendwas bringt. Habe ich nicht auch einen Lufttrank eingesammelt? Ne, nur diesen. Ach, da unten in dem Dorf gab es diesen Mini-Heiltrank, ne? Ah, Garrett. Er bewegt sich einfach nicht. Ja, okay. Ah, geschafft. Alles klar. Dann wollen wir sehen. Klappt das? Nee, es klappt nicht, oder? So, ich warte jetzt, bis er an mir vorbeigelaufen ist. Ich weiß nicht, ob er mich durch die Bäume durchsehen kann. Die Technik hinter diesen Sachen ist immer so ein bisschen. Ich glaube, ich habe was gesehen. Nein? Hier ist wohl nichts. Nein, hier ist auch nichts. Ich passe hier nicht durch. Wer ist da? Wer hat das gesagt? Naja, gut. War nicht so schön, wie ich wollte, weil die Bäume sind irgendwie so unheimlich breit. Ich habe das nicht verstanden. Wie gesagt, hier passe ich nicht durch. Aus irgendwelchen Gründen. Und das Wasser fließt bergauf. Okay. Da ist ein. Doch, es ist ein Heiltrank. Okay. Ich wollte eigentlich im Luftkampf machen. Das steht ja, wird ja immer extra aufgeführt, dass man im Luftkampf irgendwas gemacht hat. Ach nee, tatsächlich, es war ein Lufttrank. Ist das jetzt hier irgendwas? Das ist ja so seltsam. Soll das bedeuten, dass hier echt kleine Figuren beherbergt? Oder ist das einfach nur so ein Spaß, weil er einfach ein verrückter Exzentriker ist? Kann ich das aufmachen und das fluten? Aus keinem nennenswerten Grund. Okay, ja. Trick Jump? Was ist das hier? Es würde mich ja schon ein bisschen wundern, wenn es hinten wirklich gar nichts zu holen gäbe. Ich meine, bis jetzt gab es einen Heiltrank und einen Lufttrank. Ich will mal, also ich habe das dumpfe Gefühl, dass man hier eigentlich andersherum hin muss. Kann ich hier oben drauf irgendwas finden? Nein. Aber wir sind wieder draußen. Na ja gut, okay. Nehmen wir das einfach mal so hin und gucken mal, was passiert. Stille? Das ist der schönste Wassertank, den ich je gesehen habe. Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Also an diesen Teil kann ich mich wirklich gar nicht erinnern. Jetzt müssen wir gucken, vielleicht brauche ich den Lufttank ja hierfür. Der andere Teil hat ja gerade so funktioniert. Bei dem Teil hier bin ich. What? Ist das zum Aufsammeln?
Wir sind im Keller gelandet. Und ich habe was vergessen. Ach, ach du Scheiße, nein, wie geil. Wie geil ist das denn bitte? Wir sind in einer Riesenküche gelandet. Von ganz klein nach ganz groß. Das ist natürlich geil. Wir waren im Gewächshaus. Da war doch was über mir. Das habe ich nicht gemacht. Da bin ich nicht in das Wasser reingegangen. Ich Idiot, ich habe es total verpennt. Wahrscheinlich, wenn ich mir blödes Zeug erzählt habe oder so. Hier ein Riesenmesser. Ui. Wer denkt hier noch an C.S. Rats? Falls das jemand noch kennt. Wie geil das ist. Hier laufen mehrere Wachen rum. Ich muss aber jetzt wahrscheinlich auch wirklich mal hier oben drauf gucken. Am besten muss ich gleich von hier unten schießen. Hä? Mal gucken, also ich will nur mal gucken, es kann auch sein, dass das komplett nutzlos ist und das auch komplett schief geht, weil der da oben, der hängt ein bisschen zu tief. Was ist denn das Teller? Ich könnte jetzt natürlich einen Skillshot machen, den Typ da hinten ausnocken, aber... Nee. Ah, das könnte funktionieren. Ach, ich könnte sogar. So, schwupp. Erstmal gucken, ob es hier was gibt. Aha. Ein Wasserpfeil. Ich meine, ist zwar nicht viel, hey, aber es ist ein Wasserpfeil. Ich meine, es dürfte jetzt wenig überraschend sein. So, und jetzt? Wow, Trick Jump! Okay. So, jetzt muss ich nur noch das Ding wiederkriegen. Alles klar, das alles für ein Wasserpfeil. Aber okay, haben wir gesehen, dass es da ein Wasserpfeil gibt. Das ist schön. Jetzt werde ich hier hingehen, etwas Anlauf nehmen. Oh, ist knapp. Es ist aber schon irgendwie geil. Ich hatte vor dem ersten Moment gedacht, das Fenster, da wäre ein Fernseher oder sowas. Erstmal abchecken, ob es da drauf irgendwas gibt. Ich sehe es nämlich jetzt gar nicht so gut. Nee, weil ich komme dann später möglicherweise nicht mehr drauf. Wir sind jetzt wirklich im Keller unten. Man könnte sich jetzt fragen, okay, woher hat der Typ so viel Geld, sich das leisten zu können, so ein Riesending zu bauen? Außer es ist natürlich wieder Zauberei im Spiel. Das weiß man bei dem Spiel nicht so. Josh. Ja, perfekte Landung auf dem Wasser. Oh, auf dem Wasserpfeilen. Noch einer. Richtig, kann ich die ausmachen? Nee, es geht scheinbar wirklich nur im zweiten Teil. Und dann auch nur manchmal. Hehe, wäre bestimmt lustig, wenn ich mich ins Feuer reinstelle. Mal gucken, was dann passiert. Was ist das? Ist das ein Breitkopfpfeil? Nein. Es war ein Seilpfeil. Okay. Ist in Ordnung. Kann man leicht übersehen. Zum Glück ist hier alles voller Teppich, sonst hätte ich ja echt ein Problem. So, hier ist eine Wache hier unten. So viel weiß ich. Haben wir ja vorhin gesehen. Irgendwas von Interesse hier unten. Wenn er auf der Seite nicht ist. Ja, und hier auch nicht. Ich frage mich ganz ernsthaft, ob ich das Feuer löschen kann. Das finde ich jetzt echt... Das will ich mal ausprobieren. Ja, schade. Eigentlich ganz ehrlich, wenn da so ein Feuer so brennt, ne? Kein Abzug drüber, zum einen. Nee, gut, lassen wir mal das. Müsste ich eigentlich durch Hitzetod sterben. Einen Hitzetod sterben. Ach, der steht ja auf dem Tisch, richtig. Kommt der auf mich zu? Ja, ne? Ja, dann müssen wir halt einen Moment warten. Dann erzähle ich euch mal so lange, dass heute es ein bisschen geregnet hat, aber im Großen und Ganzen ganz okay war. Und
Ja, und das interessiert euch bestimmt spannend, brennt und wie auch immer. Ich stehe jetzt hier in einer dunklen Ecke, das ist sehr praktisch. Und flutsche hier so um die Ecke rum. Je nachdem, manchmal, ich weiß nicht, ob das in Thief 1 oder 2 war, da konnte man manchmal, wenn man sich hier so hingequetscht hat in die Ecke, dann hat man manchmal aus einfach unerklärlichem Grund so einen riesen Schwung bekommen und ist so 10 Meter oder so einfach so rausgerutscht aus der Ecke. Das war sehr merkwürdig. Ja, gut, du läufst da lang. Ich würde mir ein bisschen merkwürdig vorkommen, wenn ich hier den ganzen Abend patrouillieren würde und wäre einfach in so einem Riesenhaus, was einfach mal so, naja, 10 mal, 20 mal so groß ist wie ein echtes Haus. Noch größer. Soll ich es jetzt direkt wagen? Oder dreht er sich gleich um? Luftkampf! Hehe. Sagt er. Hey, steh auf. So. Ah! Der Typ hat nach da drüben geguckt. Das heißt, den muss ich jetzt einfach nur. Deswegen, man konnte doch hier unten einen Seilpfeil einsammeln. Das hat man doch nicht ohne Grund einen Seilpfeil gekriegt. Quatsch. Doof ist nur manchmal, wenn ich rot leuchte, dass die mich manchmal echt auch aus dem extremen Blickwinkel hinten raussehen können. Eigentlich, welches Sichtfeld hat man denn als Mensch? 90 Grad, 100 Grad, irgendwas mit den Dreh rum? Ich weiß es gar nicht, aber nicht so wahnsinnig viel. Das sind lauter Moospfeile an dem Käse, ist ja geil. Und du stehst hier auf dem Tisch. Wie bist du hier hochgekommen? Shazayim. Ich meine, ganz ehrlich, wie ist er hier hochgekommen? So, checken, dass er nichts hat. Der Käse ist scheinbar nicht mehr so ganz gut, wenn er schon Moospfeile dran hat. Also schon. Es ist sehr merkwürdig. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass ich damals hier war. Oh nein. Wie geil ist das denn? Ein riesiger Würfel. Wie geil ist das denn, ey? Was ist das? Sind das Chips oder was? Was ist das denn für ein Müll hier? Nein. Kann ich jetzt nicht das Gold einsammeln. 10 Goldmünzen wert. Was ist das denn bitte? Ein Löffel? Wieso steckt hier unten ein Löffel drin? Komm ich jetzt... Ich will hier jetzt auch wieder rauskommen. Das wäre nett. Ja, gut, dankeschön. Was soll das sein? Also, wirklich. Einfach mal... Es ist so vollkommen sinnlos. Ich habe 50 Goldmünzen jetzt, also Goldwert, eingesammelt durch diese... Durch diese beiden Riesenmünzen. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Wieso kann ich so riesige Münzen einsammeln? Das macht echt keinen Sinn. Die Frage ist jetzt, wie komme ich... Ist das ein Holzsofa? Kann ich vielleicht hier oben drauf? Also, oh, ist schlecht texturiert, das Glas. Die Bilder sind normal groß, das heißt... Ups. Das heißt, da muss es doch auch irgendwas geben. Also, da, die müssen doch irgendwie special sein. Okay. Wir finden das raus. Kommt man doch nicht drauf, oder? Nee, das sind keine besonderen Bilder. Das wären vielleicht so Entwicklerbilder oder irgend so ein Spaß. Das sind ganz normale kleine Pupsbilder, die man sonst auch findet. What? Garrett, was machst du für Geräusche? Kotzt du? Was ist das da hinten? Hängt da was runter? Wow, okay. Also ich finde ich gerade ehrlich gesagt ziemlich witzig. Wahrscheinlich brauche ich jetzt hier deutlich länger, als man brauchen müsste. Aber ich finde das sehr interessant. Und ich will sicherstellen, dass ich hier nichts übersehe. Ich frage mich vor allen Dingen, ob wir hier wieder rauskämen, wenn wir wollten. So, ich habe die Ahnung. Ach, guck mal da. Okay. Okay. Shazayim! Ja, das frage ich mich auch.
So, ich werde jetzt noch kurz hier hochgehen. So. So. Und einen beherzten Sprung. Alles klar. Und dann werde ich auf den Hocker drauflaufen. So. Hierbei habe ich immer ein bisschen Angst, dass Garrett abstürzt. Jawohl. Schwupp. Und da oben, es gibt irgendwas. Das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Also Leute, bis gleich.